Hallo, liebe Bocholterinnen und Bocholter, zu einer neuen Ausgabe unseres Wohnzimmerblogs. Zunächst die üblichen Corona-Nachrichten, leider heute auch mit einer traurigen, nämlich eine 94-jährige Corona-Patientin aus Heiden ist im Bocholter Krankenhaus verstorben an den Folgen der Erkrankungen sowie einiger schwerer Vorerkrankungen. 609 Patienten gibt es im Moment kreisweit, davon 78 im Bocholt. Positives von der Caritas, die hat nämlich jetzt ein eigenes Corona-Team aufgestellt für alle diejenigen, die als Pflegebedürftige aus dem Krankenhaus entlassen werden und nach Hause kommen, trotzdem halt betreut werden müssen. Und dafür hat die Caritas jetzt ein Spezialteam aufgestellt. Daumen hoch. Daumen hoch auch für Bianca Mümken. Die ist nämlich jetzt wieder gesund und hat die vierte und letzte Folge ihres Corona-Tagebuches veröffentlicht. Für die zwei, drei Fehler im Vorspann muss ich mich entschuldigen. Da war ich gestern Abend nach ein paar Stunden Arbeit einfach zu schnell und zu unaufmerksam. Aber kann passieren. Schöne Sache auch am Jeanette-Wolf-Zentrum. Dort hat die Musikschullehrkraft Hetty Rybelski-Lau ein Flötenkonzert gegeben für die alten Menschen. Sie hat also draußen gestanden. Die älteren Menschen haben die Fenster geöffnet, haben gesungen und geklatscht natürlich. Nun mal zwei virtuelle Geschichten. Wir haben also den virtuellen Bierdeckel entdeckt. Man überweist einfach 2,50 Euro an den Lieblingswirt und der kann schon mal mit dem Geld arbeiten. Das Studio B ist damit angefangen und das Bier gibt es natürlich auch und zwar nach Corona. Die Idee läuft in Münster wie Hulle. Hier wurde natürlich erstmal, wie das so im Bocholt so üblich ist, erstmal rumgemeckert, so nach dem Motto, ja, da muss der Wirt ja nach Corona das bezahlen, da hat er ja nichts von. Liebe Leute, ihr müsst ja nicht das Bier wieder auftrinken, ihr könnt es auch einfach sozusagen spenden, dann hat der euer Lieblingswirt auch was davon. Und man muss ja, wenn man Bocholter ist, wissen, dass so manche Wirte auch jahrzehntelang auf die Gelder des normalen Deckels gewartet haben. Also so tut man denen dann auch mal was Gutes. Eine zweite virtuelle Geschichte habe ich bei Schuhhaus Rekers entdeckt. Da die Schuhfans dort zurzeit nicht stöbern können, haben die einen sogenannten 3D-Rundgang ins Netz gestellt und ich habe mir das da mal angeschaut. Ja, so sieht die Innenstadt aus, wenn sie leer ist. Dann geht man rein mit einem Klick und kann dann eigentlich ganz normal da durchgehen. Das ist auch ganz normal, aber diese roten Punkte, das finde ich ganz interessant. Da kann man also draufklicken, da sieht man die Ware und wenn man draufklickt, dann öffnet sich gleich ein Link und man kann dann sozusagen weitergehen zu dem Online-Shop und das da auch dann gleich kaufen. Das finde ich eine ganz interessante Warenpräsentation. Das hat, glaube ich, in dem Fall die Grenzland Immobilien, also die Firma Grenzland Immobilien gemacht. Man kann dann also auch durch die verschiedenen Stockwerke gehen. Oder da unten gibt es, glaube ich, noch so ein kleines Tool. Ja, da sieht man dann die ganze Sache von oben. Oder halt auch die verschiedenen Geschosse. Da kann man dann wählen. Gleich geht man ins zweite Geschoss oder ins erste. Also, so geht es auch. Und man muss sagen, man lässt sich im Bocholt inzwischen eine ganze Menge einfallen. Und das ist auch gut so. Also, die Digitalisierung schreitet voran. Wir stellen das auch beim Bocholt Shop fest. Immer mehr Händler machen da mit. Wir haben inzwischen über 5000 Produkte. Heute sind noch 1000 Comics dazugekommen von einem Händler hier aus Bocholt. So, wir gehen jetzt mal wieder raus und kommen zu einer nächsten guten Idee. Nämlich die Organisatoren des Citylaufes haben jetzt eine weitere Aktion ins Leben gerufen, die heißt Bocholt läuft. Und da laufen wir nicht zusammen, sondern wie es halt in Corona-Zeiten üblich ist, wir laufen alleine. Und dann, wenn man fertig ist und seine 2, 5 oder 10 Kilometer gelaufen hat, dann kann man sich auf einem Portal anmelden und eine eigene Urkunde ausdrucken. Auch nicht schlecht. Apropos Citylauf, wir hoffen, dass am Wochenende die City nicht wieder so voll ist. Es ist schönes Wetter gemeldet fürs Wochenende und unser erster Stadtrat Thomas Waschki appelliert an alle Bocholterinnen und Bocholterinnen, bitte zu Hause zu bleiben und das schöne Wetter vielleicht im Garten alleine zu genießen oder mit der Familie. Aber ich fürchte, das wird nichts, solange man in den Warenhäusern auch noch alles kaufen kann und Baumärkte und Gartencenter auch aufhaben. Da drubbelt sich's am Wochenende ganz schön.
Ich verstehe sowieso nicht ganz, warum Weinläden und Pralinenläden offen haben dürfen, aber Tabakläden und andere nicht. Also, aber vielleicht könnt ihr es mir einfach mal erklären. Schreibt mir einfach an info@medienbocholt.de, vielleicht verstehe ich es dann. Ansonsten wünsche ich euch jetzt schon ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dahin, bleibt gesund.